Ja, das Gute ist ja auch, dass wir jetzt immer hier böse Leute vernichten. Das heißt, wir schicken ihn auch zu Papi in die Hölle, wenn er gestorben ist. So, das, was jetzt hier zu sehen ist, habe ich noch nicht gespielt. Den Streitwagen habe ich gerade noch gesehen und habe ich halt ausgemacht. Dann wollte ich es halt nochmal neu aufnehmen, weil mein erster Aufnahmeversuch, den darf man keinem zeigen, so wie ich da rumprobiert habe mit den Fallen und nichts auf die Reihe gekriegt hat. So, es sind also weitere Feinde im Anmarsch. Und Lili hilft uns aber. So, nein. Wir kommen allein zurecht, sage ich mal. Ich hoffe es. So, wir sollen jemanden mit der Bärenfalle erwischen. Das kriegen wir doch hin. Jetzt müssen wir uns mal eben orientieren. Also der Streitwagen ist ja klar, aber wo ist jetzt die andere Soldatin? Da hinten ist noch ein Schalter. Ich guck mal eben, was wir hier noch für Sachen auslösen können. Der Streitwagen der Verdammnis. Ach so, das ist unser Streitwagen. Ja, das ist ja super. Kann man die Bewaffnung wechseln mit dem Schalter. Das Schwert der Verdammnis. Große Reichweite. Eine Kanone. Wo ist die jetzt? Ach so, da. Was jetzt ein bisschen schade ist, man sieht auch bei diesen Fallen nicht genau die Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Kanone schießt, wie weit der Streitwagen schlägt und so. Das engler Käfig. Achso, genau, man kann die Soldaten hier auch gefangen nehmen. Wenn man die sehr stark verletzt, dass der Lebenspunktebalken rot wird, dann kann man die hier in den Käfig sperren. Schwarzpulverpass, fast okay. Jetzt sieht man hier oben, wollte ich auch nochmal erzählen, von diesen ganzen Fallen der Schaden, 40 Punkte. Dann Arc ist quasi so eine Art wie beim Turmspringen, so eine Art Schwierigkeitsgrad, also ein Bewertungslevel, der die Punkte hochbringt. Und dann bringt er halt 70 Raffinesse-Punkte. Und wir können hier auch Sadismus machen oder die Kanone benutzen, dann haben wir noch ein bisschen blamabel. Ich denke, wir versuchen mal irgendwas mit dem Streitwagen. Da muss ich aber gerade nochmal gucken, wo jetzt unsere Gegnerin ist. So, genau, man konnte L1 drücken, dann sieht man sie. Da ist auch der rote Punkt. Und ich denke, ich werde einfach mal versuchen, so genau, wir sollten ja eine Bärenfalle verwenden. Das heißt, wir versuchen sie mal wegzuschleudern. Auf die Bahn des Streitwagens. So. Und da können wir dann die Bärenfalle platzieren. Und dann können wir ja noch mal was schießen, ne? An die Wand. So müsste das, glaube ich, passen. Okay. Jetzt müssen wir sie nur noch auf den Schubser platzieren. Kann ja schmeißen, das ist ja unfair. Oh, das war schlecht.
muss ich gerade mal wieder auf die erste Falle umstellen. Ich habe jetzt etwas zu früh gedrückt. Bei manchen Fallen muss man etwas zu früh drücken, bei manchen muss man lieber später drücken. Da muss man sich erst noch dran gewöhnen. Und ich habe es ja erst einmal eigentlich probiert. So. Nee, was ist denn das? Muss ich noch später drücken? Mein perfider Plan. So, jetzt kommen wir mal her hier. So, das gibt's doch gar nicht. Unser Lebenspunktebalken ist übrigens unten links. Ah, jetzt habe ich natürlich genau auf unseren Streitwagen geschossen. Und als ob ich es geahnt hätte, haben wir jetzt die zweite Bitte schon erfüllt, nämlich die gute Frau mit dem Streitwagen überrollt. Oh, das gibt sogar eine Trophäe, da seht ihr schon, bis hierhin habe ich es wirklich noch nicht gespielt. Ich habe empfohlen, dass wir in den anderen beiden Kapiteln auch insgesamt zwei Trophäen bekommen. So, jetzt brauchen wir einen Panzerbrecher. Wir können mit einem Speer ausführen. Ja. Das heißt, wir fangen dann mal mit dem Speer an. Denn bei Rittern ist es auch so, wurde mir im Tutorial erklärt, man muss zunächst die Panzerung brechen, damit die überhaupt vernünftig Schaden kriegen können. Und ich glaube, diese roten Fallen, die können ihn brechen. So, genau, gehen wir dahin. Und dann versuchen wir das mit dem Abschließen gleich nochmal. Obwohl. Ja, doch, von der anderen Richtung. Das kriegen wir schon hin. Dann hier die Bärenfalle nur eben ein bisschen versetzen. Und die Schießscharte auch versetzen. Ja, die Steuerung ist eben so ein bisschen komisch. So, nochmal eben schauen, ob das jetzt hier so passt. Nee, hab ich mich um einen vertan. Dahin. Ich hoffe mal, die trifft. Die sieht so ein bisschen erhoben aus, da. Wir werden sehen. Gut, Falle ist auf 1 gestellt. Nee, ist zu hoch gewesen. Ja, Mühe geben alleine reicht nicht, Kindchen. Hättest du was Anständiges gelernt? So, da haben wir jetzt noch eine gepanzerte Lady. Ich denke, wir machen es jetzt mal so ähnlich. Machen aber hier jetzt keine Bärenfalle, sondern nochmal diese Sprungfalle, um damit der Streitwagen auch was zu tun hat. So. Und dann machen wir hier noch die Hake. Oder? Nee, ich bin eigentlich noch nicht ganz zufrieden.
gefällt mir noch nicht so ganz. Das Sprungding. Wenn ich hier nochmal den Kürbis nehme. Ich glaube, ich muss erst das mit dem Speer machen. Genau, ich kann den rollenden Stein dann nehmen. Oder wir nehmen dann die Hake. Komm, wir nehmen die Hake und dann ist gut. Müssen wir es nur timen mit dem Streitwagen. Jetzt ist er erstmal vorbei. Ich schalte auch wieder um. Irgendwie ging das gerade nicht. Wollte drücken, aber ist irgendwie verkehrt gemacht. Jetzt ist der Streitwagen gerade weg. Ah. Okay, nochmal. Gibt's doch gar nicht. Wir sind jetzt in so eine Falle gelaufen. Das war aber nicht gut. Das war eine schöne Idee hier mit dem mit der Kanone. Warte mal. Kann man das nicht ausnutzen? Und die Kanone habe ich gar nicht mehr gedacht. Das hin. Todeslanze ist gut. Schleuderstein, der geht dann aber mal in die andere Richtung. Ja, das passt so nicht. Der dahin ist schon gut. Aber dann. Das ist die Todeslanze. Ah ja, genau. Das können wir mal versuchen. Wir nehmen hier die Todeslanze dann hier hin. Und dann die schwingende Axt. Und dann mal so eine schubsende Wand. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ob sie dann in die Kanone reinfällt. Wir werden sehen. Ich bin ja immer für experimentelle Experimente zu haben. Ja, jetzt bin ich in die Falle gelaufen. Ja, es war jetzt suboptimal.
Mensch, ich muss doch mal Falle 1 auslösen. Jetzt bin ich das erste Mal gestorben. Wir haben dieselbe Todesszene wie unsere Opfer. Da müssen wir leider nochmal eben von neuem beginnen. Ich würde ja gerne das Ende dieser ersten Mission zumindest mit euch noch miterleben. So, Bärenfalle sollen wir machen. Genau, jetzt machen wir die Bärenfalle hier als zweites. Hier hin. Dann machen wir hier nochmal die Schießscharte. Und jetzt müssen wir noch irgendwie zu der Bärenfalle hin. Nehmen wir den Wandschubser. So. Fallen aufladen lassen. Unter uns her. Komm, hier hoch. Nee, ich kann springen. Ich würde sie natürlich auch gerne noch von dem Streitwagen überrollen lassen. Achso, ich warte wieder Falle 2 aus. Da muss ich echt noch mich dran gewöhnen. Okay, das zählt doch noch nicht als Überrollaktion, das machen wir aber gleich nochmal. Ich könnte es ja genauso weitermachen. Wir kommen jetzt her hier. Hoffentlich reicht das jetzt. Sehr schön. Wenn das keine Blamage war für die Soldatin. Ja, Sterbesequenzen sehen leider mal gleich aus. Okay. Panzerbrecher an einem Ritter mit Speer. Jetzt will ich doch nochmal diese Kanone da versuchen. Wir beginnen aber mit der Todeslanze. Wie machen wir das überhaupt mit der Todeslanze. Da kriegen wir die einfach nicht vernünftig in die Kanone, ne? Bin gerade am Überlegen. Man merkt es, ne?
Ja, ich habe einfach auch so ein bisschen wenig Fallen hier. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir das so machen, wohin sie dann taumelt. Wenn ich jetzt hier noch den Kürbis nehme. Ich hoffe mal, sie taumelt dann in die richtige Richtung. In die Kanone rein. Und dann könnten wir... Wir können auch das Beil nehmen, genau, viel besser. Nehmen wir den Kürbis, wir nehmen hier die schwingende Axt. Oder geht's dann dahin? Ist aber zu weit. Ich will gerade machen, wir das da hinten machen. Wir nehmen die Todespflanze, setzen die nach dort. Das bringt alles nichts. Ich versuch's mit dem Kürbis. Mal schauen, was passiert. Und als letztes nehmen wir dann den... den rollenden Stein. Falls sie jetzt nicht da hintaumelt, sondern hier hintaumelt, kriegt sie den da ab. So, wo bist du? L1 auswählen, genau. Warum immer ich? Warum war jetzt wieder Falle 2 ausgewählt? Ich verstehe es nicht. Ja, genau. Taumel in die Kanone. Das macht sie nicht, schade. Dann müssen wir das noch mal ein bisschen anders machen. Müssen wir da doch vielleicht den Wandschubser oder sowas nehmen. Schauen wir mal, ob der geht. Den kann ich natürlich nicht da an die Wand setzen. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich die jetzt in die Kanone reinbekomme. Mit dem Schalter kann man sie in eine andere Richtung drehen. Jetzt weiß ich auch nicht, wo der Schalter ist. Ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr könnt es ja irgendwann selbst mal ausprobieren. Ich werde dann mal die Fallen ein bisschen anders nutzen. Machen wir hier nochmal das Beil. So. Dann hier die Bärenfalle. Und dann die Schießscharte. Ah, das ist wieder da unten, das geht leider nicht. Dann eben hier hin. War ein bisschen spät. Hätte ich also früher reagieren müssen. Ah.
wo ist jetzt Falle 1? Sehr schön. Das war alles nicht so optimal, leider. Wehgetan, ja. Jetzt hast du es hinter dir. So, jetzt haben wir ihn hier noch als letzten. Da brauchen wir 500 Blamagepunkte. Blamage kriegen wir durch die Hake und durch den Kürbis. Werden wir dann auch beide einsetzen müssen. Damit er da hier aber hinkommt. Werden wir... Dafür machen hier auch erstmal die Todeslanze. Dann die Hake. Dass er schon mal in die richtige Richtung läuft. Und da dann den Kürbis. Und das dürfte als Blamage ausreichen. Vielleicht haben wir Glück und der Streitwagen erwischt ihn dann noch. Ich hätte jetzt gerne noch eine vierte Falle, um dann halt die Bärenfalle dann nochmal auf dem Weg des Streitwagens auszulösen. Das war nicht blamabel genug. Dann müssen wir uns die anderen Fallen hier nochmal angucken, was denn noch blamabel ist. Die Kanone ist blamabel. Oder der Käfig natürlich. Aber den Käfig kriegen wir nur rein, wenn er schon auch ganz wenig Lebenspunkte hat. Versuchen wir also die Kanone nochmal. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn da reinkriege in die Kanone. Ach doch, genau, mit so einem Sprungdings. Das machen wir auch mal. Das heißt, wir setzen als letztes hier. Also der läuft noch mit dem Kürbis, kann ich noch nicht deaktivieren. Als letztes setzen wir also hier mal so einen Schleuderstein in die Kanone rein. Und vorher muss der gute Mann dann mit dem Kürbis laufen. Davor kriegt er dann die Hake ins Gesicht. Mhm. Jetzt kann ich leider nicht sehen, in welche Richtung die Kanone gedreht ist. Okay.
Ja, super, super Blamabel. In den Käfig ist er jetzt nicht geblieben, weil er noch zu viele Hitpoints gehabt hat. Und wir haben ja noch gar keinen Schaden gemacht. Das werden wir jetzt nachholen. Nehmen wir die Falle nochmal weg. Und der ist ja wahrscheinlich auch gepanzert. Also setzen wir hier mal wieder so eine Todeslanze hin. Ich denke, hier ist ganz gut. Dann die schwingende Axt. Ja. Obwohl, nee, vielleicht doch besser in die andere Richtung. Dann können wir da nämlich noch eine Schießscharte hinsetzen. Oder einen rollenden Stein, wäre natürlich auch ganz gut. Was macht der mehr Schaden? Der macht 25 und der Stein macht 50. Ah, das ist interessant. Dann habe ich gerade meinen Plan ein bisschen geändert. Machen wir die Todeslanze. Hier hin. Dann die Axt. In diese Richtung. Und dann den rollenden Stein von der Treppe runter. Okay, müssen wir ihn nur noch anlocken, ohne selbst in die Fallen zu laufen. Okay, so ganz viel Schaden hat es nicht gemacht, aber ich versuche es dann doch mal. Kann er sich heilen, oder was ist das? Das ist ja furchtbar. Darfst du doch nicht heilen. Und kann der mal vernünftig laufen, bitte? Hier hinter uns liegen. Ja, das war schon besser. Ah, der Schreibwagen. Ja. Habt ihr echt was zu lachen. Die Zeit ist halt schon ein bisschen vorangeschritten. Ich will jetzt keine neuen Kombos hier noch ausprobieren. Ich will aber das Kapitel hier noch zu Ende bringen. Das heißt, wir versuchen es einfach nochmal, ihm jetzt hier in die Fallen zu stoßen. Ohne dass wir selbst Schaden kriegen, bitte. Ja, sehr schön. Der Mann ist Geschichte. Ja, da muss ich schon sagen, ich hatte ja befürchtet, dass das Spiel entweder ganz super schwer sein wird oder ganz super einfach, und es ist beides nicht.
Man hat eigentlich genug Zeit, die Fallen zu platzieren. Und wenn man sich ein bisschen geschickter anstellt im Laufen und so, dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Aber ich denke, der Schwierigkeitsgrad wird im Verlauf des Spiels noch ein bisschen ansteigen.以上が作日の総括となります。もういい感じだったんじゃないの？生後も2つ目いただいたしね。ええ、まずは上々の結果かと。ではこれでお父上に報告させていただきます。ただ今は始まりです。お父上の我らが魔の神復活に向けての。 Cool. Ja, das nochmal, sind nochmal unsere Statistiken und jetzt werden die 5900 Ark in 1650 Ware umgewandelt und die Wahl ist halt das Geld, was wir zur Verfügung haben. Warum wir... Achso, genau, für unsere Raffinesse-Punkte und sowas bekommen wir halt Erfahrungspunkte. Was ist hier der Totenschein? Ach, das sind die Leute, die wir auf dem Gewissen haben. Ja. Achso, wir können sehen, wie die zu Tode gekommen sind. Das ist ja nett. Da haben wir so ein kleines Tagebuch quasi. In Stücke geschnitten von der Falle schwingende Axt. Schwert der Gerechtigkeit. Ja, sehr nett. Und wir haben eine neue Falle freigeschaltet. Speichern wir doch mal ab. Mal sehen, ob noch ein bisschen Intro kommt oder. Ah, ne, es geht jetzt los mit Kapitel 2. Können wir jetzt entweder den Kampf wieder direkt beginnen oder. Das freischalten? Was müssen wir dann machen? Ah, wir müssen dafür. Halt sowohl Erfahrungspunkte als auch Wahl ausgeben. Ah cool, dadurch, dass wir jetzt Sadismus und sowas bekommen haben, können wir auch sadistische Fallen uns beschaffen. Blamage, kriegen wir neue Blamagefallen und so. Okay, dann gibt es Deckenfallen, Wandfallen, Bodenfallen, Bananenschale, Sprengbombe. Können wir Fähigkeiten freischalten und schneller bewegen, ja. Kostüme, was bringen denn die Kostüme? Okay. Ach so, wir haben momentan keine neuen Kostüme, die wir freischalten können. Gut, Diabolika ändern. Okay, wir haben also 9 Fallen. Wie es aussieht, können wir... Ach doch, können wir da unten nicht welche hinzufügen, oder? Ah ne, wie es aussieht, können wir halt 3 davon immer dann auswählen. Statistiken, was zu den Feinden. Ja, wir haben leider keinen gefangen genommen. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, werde ich nächstes Mal versuchen. Aber ich denke, für das eine Stunde mit soll es erstmal gewesen sein. Ich schaue auf die Uhr und wir haben jetzt sogar ja, 70 Minuten mit. Ich werde das Ganze gleich mal hochladen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Das Spiel ist halt erschienen für PS3 und für die Vita.
Soweit ich weiß, kann man die Spielstände dann auch gegenseitig verwenden, um das dann auf dem anderen, auf dem anderen Gerät weiterzuschalten. Ist aber kein Cross-Buy. Spiel kostet so, ich glaube, 50 Euro sogar die PS3-Version, also nicht ganz billig, und für die Aufmachung finde ich es dann schon ein bisschen teuer. Andererseits muss man auch bedenken, ein Spiel wie dieses gibt es sonst eigentlich nicht. Und es ist mal auf jeden Fall was anderes. Für Leute, die schon alles gespielt haben, ist das mal noch eine neue Herausforderung. Gut, war schön, dass ihr dabei wart, und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn es mal wieder heißt, eine Stunde mit einem Spiel, was sonst keiner spielt. Also, macht's gut. Tschüss.